Hey meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video von mir. Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr, ein erfolgreiches Jahr 2018. Das Jahr könnte nicht besser starten als mit einem Haartutorial. Deswegen hier mein Video für euch, wie man Haare richtig toupiert. Als erstes zeige ich euch mal meine kompletten Haare. Ich habe Extensions, das bedeutet für mich ist das noch ein bisschen schwieriger mit dem Volumen in die Frisur bekommen, beziehungsweise mit dem Toupieren. Man toupiert Haare, um mehr Fülle in seine Haare zu bringen. Das kann folgende Vorteile haben. Euer Gesicht wirkt dadurch schmaler, das verändert die Proportionen. Es ist gut, wenn ihr feines Haar habt, damit könnt ihr vortäuschen, dass eure Haare gar nicht so fein sind, wie sie vielleicht in Wirklichkeit sind. Wenn ihr eine Frisur oder eine Hochsteckfrisur euch machen wollt, dann habt ihr einfach mehr Stand in der Frisur und es funktioniert einfach besser. Diese kleinen Haarnadeln können besser halten. Um mehr Volumen in eure Haare zu bekommen, braucht ihr einen Kamm oder eine Bürste. Diesen Kamm, den ich hier verwende, das ist extra so eine Art Toupierkamm. Ihr könnt sehen, der hat so kleine Zacken dazwischen. Der Abstand dieser einzelnen Zähne eures Kammes sollte nicht zu eng sein. Also wenn das etwas weiter ist oder er noch solche kleinen Unterhäkchen hat, wie meiner das hier hat, dann ist das optimal. Im hinteren Bereich sind hier solche Nadeln dran. Ich zeige euch später noch, für was man die benutzen kann. Ich teile mir meine Haare am Hinterkopf ab. Meistens ist da, wo der Wirbel ist, die Stelle, wo die Haare auseinanderfallen und total platt sind. Ich habe es etwas schwieriger wie ihr, denn ich trage Extension. Jetzt nehme ich mir das erste Passé. Das mache ich mit dem Stielkamm. Wichtig ist, dass der Kamm von den Zacken nach oben zeigt. Und ihr dann eine halbe Bewegung, würde ich jetzt sagen, so eine Art Halbmondbewegung nach unten hin macht und das Ganze zu eurem Ansatz hin schiebt. Wichtig ist, die Strähne gut festhalten, die Haare vorher durchkämmen und dann arbeitet ihr euch so Stück für Stück nach vorne. Achtet im Ponybereich auf alle Fälle darauf, dass ihr den Kamm nicht von oben ansetzt, nicht so toupiert, sondern immer von unten. Also das Volumen kommt immer unter die Haarsträhne, also unter das Passé, weil sonst würde das ganz, ganz liederlich aussehen und eure Haare würden total so frizzy aussehen und wie nicht gekämmt. So, den oberen Bereich habe ich jetzt mit dem Kamm toupiert. Und die Seiten, dafür verwende ich diese Bürste. Die Bürste ist für mich halt sehr gut, weil das ist eine sogenannte Extensions-Bürste. Und der Unterschied mit dieser Bürste, das ist einfach enorm. Ich kriege immer einige Nachrichten, wenn ich mir zum Beispiel so einen voluminösen Zopf mache mit so einem Hinterkopf und der Zopf hat dann halt so richtig Volumen, dann nehme ich auch immer diese Bürste da dafür, um einfach mehr Volumen halt reinzubringen und mehr Stand zu haben. Also ihr könnt es sehen, guck mal, das ist jetzt die, hier drüben haben wir die Seite mit der Bürste toupiert und hier das ist die glatte, noch nicht toupierte Seite und ich finde, das ist schon ein krasser Unterschied, auch wenn das natürlich jetzt noch nicht glatt gekämmt ist. Selbst mit der Bürste versuche ich das wieder so leicht an den Ansatz zu schieben. Zwar nicht so akkurat und genau wie oberhalb, aber ich gehe jetzt nicht hier zwischendrin rein und toupiere das alles auf, sondern einfach nur so ein bisschen Volumen an den Ansatz schieben. Und ihr werdet gleich sehen, ich habe gleich riesen Volumenhaare. Das, was wir wollen und was ich euch heute mal zeigen möchte. Ich benutze heute das Glam Force von Gatsby mit mindestens einem Abstand von 30 cm, sonst wären eure Haare verklebt und ihr bekommt Rückstände. Wenn ihr nur einen Kamm zu Hause habt, dann ist es etwas schwieriger, die auftopierten Haare schön glatt zu kriegen, dass es gut aussieht. Deswegen empfehle ich euch diese Bürste. Mit der geht nämlich alles einfacher und schneller und da bekommt jeder bekommt das hin. Ihr nehmt die Bürste und kämmt oberflächlich von Kopfhaut zu den Spitzen ganz leicht drüber, also aus einer leichten Hand, weil die Toupage soll ja noch drunter bleiben. Und ihr könnt sehen, die Haare, wie schnell die sich wieder glätten und die Toupage unten drunter ist. Also diese Bürste ist so mega, weil damit funktioniert es nämlich schneller. Ich habe hier meinen Scheitel und von dem Scheitel, ich denke nicht in Pony und Hinterkopf, sondern, also wie kreisförmig, dass der Scheitel kreisförmig bleibt, weil sonst ist das total schwierig, mit der Toupage das dann zu verstecken und ich finde, das sieht halt einfach besser aus. Also ich nehme den Pony immer so schräg nach vorne. Oh.
extra Volumen kommen jetzt hier unsere Spitzen zum Einsatz. Nehmt den Kamm und geht quasi an das Tupierte und schiebt das nur so ganz leicht hoch, überall. Lockert ihr das unten drunter so ein bisschen auf und es wird noch voluminöser. Eure Haare ganz leicht nach oben. Wenn ich dann alle Haare nach unten gekämmt habe, kontrolliere ich das Ganze nochmal von hinten mit einem Spiegel. Nicht, dass es von vorne irgendwie schön aussieht und von hinten hat man dann ein totales Loch in den Haaren oder so. Das sollte halt nicht passieren. So, wir schauen uns mal das Ergebnis an. Ich hoffe, euch war mein Video etwas hilfreich. Ich würde mich auf alle Fälle unten über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Oder lasst mir doch ganz einfach unten ein kleines Feedback in den Kommentaren. Ist das mit diesem ganzen Tupieren und Volumen vielleicht überhaupt nichts für euch? Das kann ja auch sein. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video. Bis später, meine Lieben.